Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Dragon Age. In der letzten Folge haben wir ein paar Quests angenommen, ein paar Risse geschlossen und eine Quest sogar schon fertig gemacht. Und jetzt wollen wir noch erstmal hier den Dingens holen, den. Wie heißt es? Den Ring da von der. Ne, den Trank. Den Trank beim Sohn für die Frau. Der war auch in irgendeinem Dorf. Oh, hier ist eine Kiste. Wollen wir mal gucken, was die so. Hat Amulett. Klar. Und wollen wir nach oben gehen. Vielleicht erwartet uns da was Gutes. Mal gucken. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja ewig Zeit. Was ist das hier? Steine, okay. Wir haben ja relativ viele Quests noch angenommen, die ich auch alle gerne machen würde noch. Gehe davon aus, dass wir, wenn wir die Hauptquests machen, Achso, wir sind sogar richtig, genau. Wir hätten sogar wirklich hier lang gehen müssen. Winterwachturm haben wir entdeckt. Hier gibt es doch wieder eine Quest. Ach komm, nehmen wir die auch noch an. Verkünderin Anjas. Ich kenne euch. Man nennt euch den Herold Andrastes. Meine Herren, aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Erbauer hat es mir nicht gesagt. Dann jedoch hörte ich die Worte von Verkünderin Anne. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich wurde erwähnt. Ich bin der Herold Andrastes. Und ihr behauptet, ihr besäßet Macht über die Risse, die der Erbauer am Himmel geöffnet hat? Ich kann die Risse schließen, ja. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt. Woran glaubt euer Kult? Auf bald. Dieser Kult? Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Okay, auf bald. Auf ein andermal. Habe ich jetzt einen neuen Quest angenommen? Ich glaube, ich habe jetzt eine neue Quest angenommen. Aber gut, dass wir mit der geredet haben, deswegen ist nämlich das Tor hier offen. Und wir entdecken hier wieder neue Sachen. Ich nehme an, es ist nur natürlich, dass einige darauf verfallen, die Bresche anzubinden. Das kommt mal kurz nicht gelesen. Nur in der Hoffnung, sie so. Zu besänftigen. Sehr schön. Das ist schon direkt unser. Und jetzt müssen wir hier oben mit dem Sohn sprechen. Der scheint da oben zu sein. Das heißt, wir müssen mal kurz da hochgehen. Und ich finde es ein bisschen lustig, dass sie sagen, der Erbauer. Also, ich gehe davon aus, dass sie damit Gott meinen. Ich finde es ein bisschen lustig, da das mich total an Lego Movie erinnert. Okay, hier oben müsste irgendwo dann der Sohn sein. Was ist hier? Ist er da oben? Hinaufklettern? Kann es sein, dass er hier oben drauf steht? Ja, ich glaube, wir kommen dem Ganzen ein bisschen näher. Ja, das Mädchen. Mein Name ist Hindel. Achso, doch, das ist er. Eure Mutter hat Schwierigkeiten zu atmen, Hindel. Euer Vater schickt mich zu euch, um einen Trank für sie zu holen. Wie bitte? Es ginge doch gut. Ihre Atemprobleme waren doch eigentlich... in Ordnung. Ich kann ihr helfen. Hier, ich habe noch etwas vorrätig. Und jetzt geht bitte. Bringt ihr den Trank. Gut, jetzt haben wir noch hier den Trank gefunden. Perfekt. Und jetzt noch mal kurz einen Blick auf die Questkarte werfen. Was können wir hier? Achso, oh, wir sind ja schon... relativ nah dran. Ach ja, genau, wir sind da ja schon. Okay, gut. Wir müssen jetzt erstmal hier den Riss zumachen. Was ist hier? Achso, hier können wir dann nagender Hunger und flache Atmung erledigen. Jetzt haben wir erstmal keine weiteren Quests an. Wir können jetzt immer hier überall hinreisen. Gut, hier ist dann noch ein Riss. Und hier ist noch ein Riss. Dann nehmen wir erstmal den kleinen Riss hier. Der ist ja. Warte mal, den muss ich mir nochmal mit. Blau markieren. So. Jetzt. Eure Mutter und eure Schwestern werden euch schrecklich vermissen. Jetzt richtig markiert? Oder nicht? Wie ist das denn jetzt? So. Jetzt ist er richtig markiert. Gut, da vorne wäre doch der richtige gewesen. Und ich versuch's mal. Nein, jetzt sind nur so ganz minimal Fallschaden. Okay, ich muss hier. Oh, Junge, bitte, und diesen Stein an. Ich muss jetzt hier durch. Dankeschön. So, jetzt gehen wir hier. Der Riss ist schon direkt hier draußen. Pff, gut, dann geht's direkt los. Ach,
Ach, das ist ja hier. Das ist natürlich ganz cool. Der ist direkt hier im Hinterhof sozusagen. Und diese Bestien, was auch immer das sein mag, kriegen wir jetzt auch. Und die Frau wollte ja von uns, dass wir ihr zeigen, wie man einen Riss schließt. Wahrscheinlich meinte sie das damit den hier im Hinterhof. Und wir sind ja jetzt auch schon jetzt drin sozusagen. Oh nee, ich muss kurz ein bisschen Bestien weg. Und dem Riss hier mal kurz wieder ein bisschen Schaden zufügen. Meine Kollegen werden gerade angegriffen. Gut, jetzt sind sie erstmal alle gelähmt. So. Komische Kreaturen auf jeden Fall. Und der Riss ist auch gleich tot. Oh, jetzt ist er schon kaputt. Und das war einfach. Riss an Zwergen sind pass. Eine haben wir schon zu. Jetzt freuen sich wahrscheinlich alle. Ja, die stehen auf jeden Fall alle wieder. Ach ne, die knien immer noch. Okay, egal. Jetzt wollen wir mal einen Quester nehmen. Ach, weißt du was? Wir sind gerade gut versorgt mit Quests. Wir hätten noch einfach die Hauptkampagne durchrushen können. Wir gehen erstmal hier zu der Frau. Kann ich die nicht ansprechen? Bei gut. Den Tränen des Erbauers. Was war ich für eine Närrin, an euch zu zweifeln? Wie können wir euch dienen, Herold Andrastes? Helft den Flüchtlingen, macht die Inquisition bekannt, sammelt Informationen. Macht die Inquisition bekannt. Lasst die Gläubigen die Kunde von der Inquisition verbreiten. Wie ihr wünscht, Herold Andrastes. Einige wenige werden hier bleiben. Der Rest wird aufbrechen und euren Willen erfüllen. Vergesst nicht, dass wir euch gedient haben, wenn euch der Erbauer zu eurer großen Bestimmung ruft. Gut. Gepriesen sei der Herold. Quest abgeschlossen, sehr gut. Und ich glaube, dass es ganz gut war, wenn wir jetzt hier erstmal ihr gesagt haben, dass sie die Kunde über die Inquisition verbreiten sollte. So, wir müssen jetzt hier die Alte suchen. Jetzt sagen wir, machen uns trotzdem mal nebenbei auf den Weg zum Riss. Wir sind ja hier auf jeden Fall im richtigen Gebiet. Und ich gehe davon aus, dass wir es auch durchkreuzen, wenn wir jetzt hier durchrushen. Dann mal gucken, ob wir die Alte finden. Die Speerin da oder was das war. Desertierte Templer! Ach, hier ist er ja. Na gut. Das ist easy. Zack, 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 zack. Mist. Ist sie das? Ich danke euch. Ohne eure Hilfe wäre ich jetzt tot. Ja, das ist sie doch. Braucht ihr irgendetwas? Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. Ja, Quest abgeschlossen, oder nicht? Was macht sie jetzt hier? Auf jeden Fall, die Quest scheint abgeschlossen. Ja. Quest ist abgeschlossen, sehr gut. Wir gehen weiter. Ach, da vorne ist er ja schon. Das ist alles so super nah beieinander. Das macht so Spaß. Ohne Spaß. Also das, ich finde es echt gut. Man muss keine großen Umwege laufen. Man hat einfach alles so vor der Nase. Gut, vielleicht die Frau hätte man vielleicht ein bisschen suchen müssen oder so. Das wäre. Aber da kann ich überhaupt nicht beklagen. Das ist perfekt. Also macht richtig Spaß. Was das denn für ein Ding, Alter. Gut, dann will ich mir kurz einen Riss nebenbei machen. Voll, ich bin tot. Was ist denn dieses Ding hier? Jetzt mal besiegen. Damit ich mal gerade hier mich selber wieder heilen kann. Könnte nämlich sein, dass das halt hier ein bisschen heftig ist. So, jetzt kann ich hier nämlich den Riss schon mal ein bisschen zumachen. Ich glaube, ich kann die Risse schließen. Ich glaube, der Riss bekommt Schaden, indem ich diese Dämonen töte. Sozusagen sind die Dämonen das Leben des Risses. Aber wenn ich halt den Riss direkt zumache, dann bekommt er halt mehr Schaden. Und wenn ich hier überhaupt nicht angegriffen werde, ist das ja perfekt. Vielleicht muss ich kurz einen Trank nochmal nehmen. Einer von den Männern ist gestorben. Feuer.
Nein. Oh, ich spüre den falschen. So, besser. Dann muss ich kurz nochmal packen. Achso, hä, was ist das denn? Ach, der gibt hier Leben, oder was? Verstehe ich gerade irgendwie nicht ganz. Hat nicht durchgestiegen, auf jeden Fall irgendwie. Erst gelebt, dann wieder doch nicht. Keine Ahnung, was das hier irgendwie gerade auf sich hat. Aber ist ein feiner Teufel hier irgendwie. So, vielen Dank. Plündere ich gleich. Wo ist denn hier unser Sphärenkollege? Barik. So, jetzt kurz den Riss schließen. So. Komplett schließen halt, ne? Und zu. Perfekt. Nehmen wir das noch kurz mit. Wahrscheinlich irgendwas mit. Okay, Träumelumpen. Und hier. Okay, was ist das denn? Also hier können wir reisen. Ja, wir müssen sowieso, wir müssen ja hier bleiben. Das geht ja nicht anders. Wir müssen ja hier unsere Quests noch. Weil wir könnten natürlich auch zurückreisen, aber nicht, wir erst die Quests zu Ende machen. Okay. Was ist das hier noch? Noch ein Riss. Und ein Bauer und Abtrünnige. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir hier hin. Ne? Ja, zum Ort reisen. Dann geben wir den Quest. Beziehungsweise die Quest. Hier gehen wir ab. Sagen ihm Bescheid, dass wir sie geholt haben. Wiedergeholt haben. Ist ja kein großer Weg, ne? Ist ja gleich hier um die Ecke. Hoffe ich. Jawohl, das ist ja schon direkt da vorne. So. Dann haben wir das. Ich habe Ritz gerettet. Ich habe Ritz gefunden und sie vor den Templern gerettet. Es geht ihr gut. Danke. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist hier draußen für jeden gefährlich. Ich bin froh, dass die Inquisition versucht, alles wieder ins Lot zu bringen. Nice, wir haben schon wieder einen Machtpunkt bekommen. Das ist sehr gut. Die können wir wahrscheinlich auch alle am Ende noch benutzen. Das ist sehr erfreulich. Und jetzt müssen wir hier. Holen wir erst den Ring oder holen wir erst den Riss? Komm, wir holen erst den Ring. Ich weiß gar nicht, wie wir laufen müssen. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Zip. Gut. Die Randgebiete. Mal wieder. Ja, also. Groß beklagen über die Schwierigkeit kann ich mich nicht. Also ist klar, die Drachen vorhin. Beziehungsweise schon ein paar Parts her, ich weiß gar nicht, drei oder so. Gut, die waren ein bisschen stark, aber ich meine, ja, muss ja sein. Man kann ja nicht einfach überall durchrushen. Ist wahrscheinlich später dann noch irgendwie was. Ist das hier ein Dungeon? Mal reinlaufen, gucken, was es hier zu holen gibt. Wisst ihr, nicht alles Werke mögen höhen. Okay, hier ist nochmal Eisen. Und hier ist noch eine Truhe. Achso, ich habe das Eisen abgebaut und nicht die Truhe geöffnet. Oh, 54 Gold. Da fangen wir zum ersten Mal. Dragenstein. Oder Dragostein, so heißt es. Den brauchen wir ja. Das ist schon mal gut, dass wir den haben. Noch einen. 3 von 5 haben wir schon. Oh, hier ist nochmal ein Dragostein. Und noch irgendwo. Nee? Okay. Alles klar, dann holen wir uns erstmal hier. Die sind ja hier schnell gemacht. Ist ja keine große Sache. So. Gut, dass wir alle Gefährten mitgenommen haben. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, nicht alle Gefährten mitzunehmen. Ich meine, das ist doch viel, viel einfacher. Das mit allen zusammen, weil wir beide hauen drauf und dann führen wir ihre Zauber aus. Erleichtert das Ganze in Länge. Gut, vielleicht wenn man dann das Ganze ein bisschen schwieriger haben will. Das kann natürlich sein, aber finde ich so eigentlich viel angenehmer. Man läuft doch nicht alleine rum und so, und wenn irgendwer eine Kreatur kommt, dann sehen die das direkt. Man wird nicht überrascht.
Klingt besser. Es muss einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. Oh, sind hier noch. Die haben ein fettes Schild immer. Das ist ein bisschen blöd. Was ist das? Da kommt noch einer. Na komm, dann nehme ich erstmal den ohne Schild. Was war jetzt noch an der Mauer? Gut, jetzt sind wir hier schon ein bisschen schwieriger. Besonders als schwierig. Wir müssen mal ein bisschen unsere Schwerter sprechen lassen. Ach, da ist noch ein Dragostein. Perfekt, dann haben wir da auch schon direkt alle. So. Und gleich ist er tot. Na komm. Perfekt. So, nehmen wir das noch mit. Ist jetzt eingesammelt? Ich hoffe. Für mich wäre es ein bisschen blöd. Ja, dann muss ich mich noch einbringen. So, der ist auch tot. Aber wir sind schon bei Level 5. Hier ist wieder noch ein Quest. Ah, mir ist bewusst, dass ihr Angst habt. Aber das Licht am Himmel sollte euch nicht erschrecken. Es ist das Auge des Erbauers, der endlich zurückkehrt, um die Gläubigen zur goldenen Stadt zu führen. Verlasst die Diener eures Vaters und kommt herauf in die Hügel, weg von dem sinnlosen Kampf zwischen Templern und Magiern. Dann stelle ich euch Verkünderin Anias, haben wir die schon gesehen, vor. Sie wird alles erklären und wir können gemeinsam glücklich werden, während wir darauf warten, dass alles auf die Welt, wieder ankommt. In liebender Erwartung, Lord Beanet. Aber Anias, die haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Zwergensohn Pass. Aber wer, diese Anias? Ach, die haben wahrscheinlich dann das. Die sind auch nicht große Beute. Der sollte es dabei haben. Komm, dann plündern wir den mal kurz. Templerlager. Als das Reich von Tewinter sagte, die Magier sollten die Menschen beherrschen, haben die Aufrechten gegen diesen unrechten Erlass aufgewehrt, als der Zirkel sagte, Magier sollten ohne Konsequenzen mit unheiligen Geistern in Kontakt treten dürfen, haben die Aufrechten gegen diesen unrechten Erlass aufbegehrt, was auch immer, jetzt sagt und das uns der Lordsucher, wir sollen uns nach Valroyaux zurückziehen. Meine Brüder, ich sage euch, wir sind die Aufrechten und wir müssen gegen diesen unrechten Erlass aufbegehren. Unser Kampf muss weitergehen, bis kein Magier mehr atmet. Streift diesen feigen Felsen ab und stoßt am Fluss der Weserstraße zu uns. Ach, Weststraße, ich hab Weserstraße, was ist denn geil. Ein Brief in klarer und gebildeter Herrschaft. Hier ist der wahrscheinlich. Verantwortliche Verwendung von Magie. Die Magier hier sind ja, alter Verlobungsring. So. Das heißt, wir haben den Ring, können jetzt hier einen Riss zu machen, können dann hier noch hinrushen und sind dann soweit durch hier mit den Quests. Wir müssen die ganzen dann noch wieder zurückgeben. Das Ding ist nur, Anitas, ich weiß gar nicht mehr genau. Wo haben wir die nochmal gesehen? Ich weiß es nicht. Haben wir über die schon was gehört oder mit der schon mal geredet? Da bin ich mir ziemlich sicher. Was ist da hinten? Bock. Ja, komm mal kurz her. Warum auch immer der da oben spawnt, erstmal da runterlaufen muss. Na, wo ist er denn? So, was ist hier? Ist er jetzt tot? Achso, da ist er. Gut, der ist tot. Na gut, das ist ein bisschen einfacher für uns, dass das Ganze hier so ein bisschen rumbackt. Jetzt gleich sollten die wieder spawnen. Jawohl, dann machen wir den wieder zu. Das sind hier diese größeren Mutanten. Hinter uns die Magier. Die gehen richtig ab. Mit seinem Stab erinnert mich auch ein bisschen an den Drachenlord-Tanz. Gut, perfekt. Den haben wir fertig. Und ein letztes Mal gehe ich von aus. Lassen unsere Männer das alleine hier erledigen. Keine große Sache.
So, und jetzt komplett schließen. Jawohl, easy going. So, mal kurz. Gibt's noch was zum Plündern? Jawohl. Aber wir haben schon wieder Einfluss bekommen. Und alle sind, glaube ich, ein Level aufgestiegen. Kann das sein? Wie sieht's hier mit ihr aus? Kann sie mittlerweile jetzt diesen Hammer benutzen? Waffen? Streithammer. Da hat sie kein Schild mehr, ne? Wieso, er teilt aber ordentlich aus, das ist natürlich gut. Alles andere ist, ja, schlechter. Und dann lassen wir sie mit dem Hammer hier agieren. Gut, und wir müssen jetzt weiter. Hier oben hin. Dahin, okay. Ja, wie gesagt, es macht sehr Spaß, das Spiel, da kann ich nicht anders sagen. Ich würde sagen, erstmal das war's aber bis heute, für heute mit dem Part. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.